Best of Hungriger Hugo. Rainer. Rainer. Oh, lol. Der Anfang des Jahres war für uns alle hart. Gastronomiebetriebe werden geschlossen. Das hat sich auch auf einige Jungs negativ ausgewirkt. Das kenne ich. Hä? Okay, ich bin grad lost. Ist es Monaco? Ein Walkout, komm, Baby, jetzt hier mit Annas Glück. Deutsch. England? Brasilien. Japan. Die Portugal-Flagge, oder? Nur geöffnet. Land. Ja, was? Eine Mannschaft. Ob es jetzt Handbrüche waren. War das der Schlag, der dazu geführt hat, dass seine Hand gebrochen war? Der Schmerz, oh fuck. Wo er es bereut. Whatever dann. Hey, what, das sieht gar nicht so schlimm aus. Oh, hä? Ich habe auf den Tisch gehauen, nicht auf die Tastatur. Oder ob der Rentner mal wieder paar Uis rausgehauen hat. Hallo, oha, ne. Ich hab sie sogar dabei. Ui. Twitch, wie gesagt, ganz kurz. Oha. Nein, nichts Wasser da. 2 seconds later. Eines haben wir ja. Er wusste es, dass er es sagen würde. Okay. Wenn ich jetzt mit der Kamera das gleich auf Scherz hinmache, dann ist da nur mein Hotelzimmer. Aber die kennt er ja noch. Oh, guck mal da rechts. Ist nicht mal im Übrigen, ne? Ist sogar zu. Auch sonst hatte er weise Ratschläge auf Lager. Toilette gehen, Häufchen setzen, 10 Minuten am Handy chillen, 15 Minuten Gameboy spielen und da brauchst du gar nicht abwischen, weil es schon von alleine getrocknet. Ein guter Gastgeber war er auch. Würde dich doch rein theoretisch stören, wenn ich hier dann noch furzen würde? Beim Essen? Hungriger Hugo, Reaktionshugo, finde ich geil. Einfach so doppelt irgendwann. Das sind hier so 5 Hugo-Namen. Willst du nichts trinken, Max, oder was? Ja, eine Cola Zero würde ich auch nehmen. Ich habe keine Cola Zero. Was ist das denn? Cola. Cola? Hä? Taste the feeling. Auf Steffis Ehre jetzt schwören, dass du hier unten noch keine geraucht hast. Warum eigentlich immer meine Schwester? Was hat meine Schwester? Weil ich deine Eltern nicht kenne. Ja, aber du kennst meine Schwester auch nicht. Hey. Ja, sag mal, du Sohn. Da, warte, Digga, bei mir ist. Das wird richtig laut, das sag ich jetzt schon. Boah! Mach mal dein. Da kommt ja wahrscheinlich gar nichts jetzt. Ich finde es schön zu sehen, wie es nochmal so ein. Wie hier gerade so ein Recap sehen von früher. Besser? Aber meiner ist so klein. Sorry. Meiner ist größer. Das ist so leise mal. Oh, eine große Rolle spielten auch die Pokémon-Karten in diesem Jahr. Alfred? Voller Design ist hier. Meiner ist mal Gebo. Ja, die ist richtig schlecht. Schmutz, Schmutz. Das ist richtig schlecht. Richtig mies, das schlechteste Pokémon überhaupt. Schlecht, mies. Ja, so, Mann, das macht keinen Spaß mit dem. So, oh, ui, Maschallah, Beauty. Guck mal hier. Beauty, die finde ich auch geil, Digga. Die ist 9. Oh, Mann. Die ist 9 Jahre alt? Alter, was bin ich jetzt schnell? Oder eine 9 von 10. Und es wurden nicht nur die Karten angepackt. Ist das Essen bereit? Moment. Hier sind im Prinzip die fertigen Utensilien. Perfekt, aus, oder? Das sieht sehr, sehr gut aus, ja. Ja, da drüben. Oh, sag mal, was ist denn das gerade? Da liegt was auf dem Boden. Tatsächlich noch eine Zucchini. Free Fussel? Welcher Fussel? Jungs, so macht man das. Lernt jetzt. Macht euch Notizen. Bei mir? Oh, da ist tatsächlich ein Fussel. Warte, ich mach ihn weg. Das kann ich beim Wasser. Okay, sorry. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch noch an den oder legendären Stern-TV-Auftritt erinnern. Corona-Krise hat ihm finanziell nicht geschadet. Mit Beschwerden über die Corona-Maßnahmen hält er sich zurück. Die Maßnahmen bringen im Grunde nichts. Wenn ich ins Restaurant gehe zu billig, warum muss der dicht machen? Einfach, Digga, es nervt mich einfach. Memo sein Laden. Ist einfach ein Witz, Digga. Wo ist da die Gerechtigkeit? Hört sich für mich nicht nach einem guten Plan an. Nice, danke. Perfekt, Digga. Und hier ist sein Gaming-Raum. Total verdreckt. Überall stinkt es. 4 Bildschirme, 4 Points gleichzeitig.
an alle, die ihm nacheifern wollen. Macht man das so? Schaut man 4 gleichzeitig als Kerl? Imagine, versucht man 4 Filme, 4 Blockbuster gleichzeitig zu schauen. Hilfe. Ich bin mit einem überfordert. Einer wäre langweilig. Erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta. In diesem Jahr hat Mark TikTok für sich entdeckt. Und so lief es ab. Ihren Bruder Mark ist in Gefahr. TikTok ist sehr haram, siehst du? Nein, bei mir nicht. Haram. Nein. Ja, aber das muss ich auch sagen. Zum Beispiel mein TikTok ist schon sehr unterschiedlich zu sein. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Also irgendwie, er ist so. Also bei dir sind schon manchmal so komische Sachen dabei. Was für komische Sachen? Ja, die du immer dann wegscrollst. Wenn ich so liege und dann so mache, dann scrollst du es weg. Was ein Schlingel! Da sind die halbnackten Damen am Dancen, machen die Renegade. Schnell wegscrollen. Das ist es. Klassischer Abend bei den G-Boys. Oh ja, das ist genau das, wo die den Arsch richtig in die Cam reinhalten. Ja, und das auch? Ey, woher war... Aber auch... Woher kennt Hugo diese ganzen Lieder? Ja, dem Kollege wird auch immer sowas angezeigt, oder? Auch Beleidigungen blieben nicht aus. Ich fand... Hast du deine Frisur doch einmal in deinem Leben angeschaut? Ein einziges Mal. Trick 5. Den Gegner komplett hops nehmen. Ich kann nichts dafür, dass du keine Haare hast. Dann kam der Schock. Reagiert auf feuriger Hugo. Weisheiten mit dem Rentner. Weil ich das kenne, aus, Recherche-Zwecken. Was für ein hungriger Hugo, seh ne, Digga. Und mir geht das ein bisschen auf den Sack, Digga. Das ist ja fast schon ein Monte-Heider-Kanal, Digga. Big Mac Bunny Check. Ende gut, alles gut. Nun kommen wir zum Thema Liebe. Isa, der Song ist... Alter, was seh ich hier? Was seh ich hier? So, ich habe mich emotional jetzt nochmal gepackt. Mental auf diese Situation eingestellt. Schauen wir uns das gute Ding mal an. Links sehen, von euch links aus gesehen, sehen wir eine Isa, die ein bisschen gebräunter ist. Hier sehen wir eine Isa, die ein bisschen... Ach, komm, scheiße. Für dich. Es ist Montagabend und wir spielen als Team. Als ich zu dir sagte, ich war scheißen was fürs Meme. Nee, macht Mallorca unsicher. Einfach mit seinem scheiß Nackenkissen. Die sind in der Isis. Nope. Isa, glaub mir, ich war da nur kurz Wasser holen, im Keller, bitte glaub mir. Ich finde es sogar sympathischer, wenn eine Frau sagt, ey, ich will das und das erreichen und ich will das und das, die ihr Ziel verfolgt, worauf sie Bock hat. So beschnitten ich, oder nicht? Keine Ahnung. Was besser? Damit ist natürlich die Liebe zu den Zigaretten gemeint. Ja, also... Könnte ich auch niemals. Sascha, es reicht jetzt mit diesem scheiß Versteckspiel. Stehe endlich dazu. Ich helfe dir jetzt bei deinem Coming Out. Was hast du jetzt hier? Gib ihn an. Der halbe Monatslohn wurde ebenfalls an den Rentner gespendet. Haut sie mit dem Zweiter am Montag. Wie läuft's mit Reddit? Ein Abend her ist schon in Planung, wann der Reddit am Start geht. Real Talk, ich werde deine Donation einfach nicht mehr vorlesen, die nerven mich. Er stellt immer dieselbe Frage, der kleine roten Kobold. Obendrauf gab es für das Rentner-Duo. Fühle ich, dass er einfach ein pinkes Shirt anhat. Ich finde, ganz ehrlich, pink steht Männern schon oft sehr gut. Also ich finde die Farbe pink sau cool. Genau. Noch einen dicken danke, Gewinn Chat, danke. Teammates. Lila ist so lila, so Lavendel, so ein hell lila. Wow, wow, wow. Bruder. Okay. Oh. Spiel 4, Hip-Hop-Legenden. Aber Spiel? Warum steht ja, da nicht der Name Shirin David? Ich will zu den Flex-Joker machen, Digga. Hä? Du bist so fein, Mensch, Junge. Weil Max, kannst du nicht lachen, wenn er so. Mobbing. Cam wackelt, ja, weil ich mit meinem Bein wackel. Und dann wackelt. Hier wackelt doch gar nichts, Digga. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du hast gerade einen Schlaganfall, das ist das Problem. Hier wackelt gar nichts, Digga. Oder läuft deine fette Mutter gerade die Treppen bei mir hoch? Moin.
Gut. Ich träume, ihr könnt das Edi Geller der Eierkopf fragen. Edi der Eierkopf, was träume ich jeden Monat mindestens einmal? Richtig schlimm. Da, wo ich das hier gerade schon sehe, im Hintergrund haben wir ja so einen YouTuber-Play-Button. Den nennt man doch so, oder? Ich bin jetzt auch bei 100.000 Followern auf... auf YouTube, dank euch, und kriege auch so einen Button, und der wird hier hinten rangehangen, dank euch. Kommt dann nach Monaten, ist so. Ja, da habe ich immer die Million. Ich träume immer davon, das jetzt hast du aber rausgehauen. Dann habe ich 900, sag ich schon. Dann habe ich 99.000, und dann sagt YouTube so, mir fehlen die 100.000, du kriegst doch keinen mehr. Oh, der ist 1,75 groß. Tipp. Ich bin 1,71. Mit. Und das ist nicht böse gemeint, Steffi. Frauen sind wie Hunde. Das wahrscheinlich schönste Ereignis des Jahres war der Bann von Kein Konzept. Könnte da Kein Konzept wieder einen Schnitt machen? Ach nee. Kanal ist ja gebannt. Woher kriegt er diese Videos? Die sind richtig cool. Auch Farid hat mal einen rausgehauen. Hattest du mal eine Zeit, wo du übergewichtig warst? Ja, tatsächlich vor meiner Beschneidung. Heute mal wieder gezeigt, dass Männer das bessere Geschlecht sind. Es gab jede Menge Beef. Ich verschone euch aber mal damit. Inaktivität. Der ist 1,80. Ach so. Oh. Mir ist gerade ein Licht ausgegangen. Mit Things Happening. Ey, der kann doch nicht normal sein. Oder der Schultoilettentrend. Nette wäre. Oh boy. Oder ich krieg hunderte Videos geschickt von Schultoiletten in Deutschland mit meinem Bild auf der Toilette. Ist doch witzig. Wer hat das in der? Am Ende des Jahres gab es eine wunderschöne Überraschung. Ich werde Vater. Tut mir bitte eingefallen, hört auf, bitte jeder Frau zu schreiben, die bei mir einmal im Livestream zu sehen war, ob sie die Mutter ist. Chillt mal. Es ist unglaublich, wirklich. Es ist unglaublich. Elena hat mir gerade geschrieben, dass sie heute schon tausende Glückwunschnachrichten bekommen hat. Zum Schluss möchte ich nochmal euch allen Danke sagen für das kranke Jahr. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Wer hat das Voice-Over gemacht? War ein nices Video. Schönes Recap, was wir hier nochmal zu sehen bekommen haben.